Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Heart of the Swarm Replaycast. Wir haben hier unten rechts auf Coda.LE einen roten Baku-Terraner. Ich weiß nicht genau, wer es ist. Es könnte Happy sein. Es ist ziemlich sicher nicht Liquid Bunny, denn auf der gegenüberliegenden Seite sein Gegner, der blaue Zerg, Liquid Snoot. Dann norwegische Zerg, eine der besten vorne in StarCraft 2. Man kennt ihn eigentlich. Und ja, das hier ist Snoots Replay Pack. Das sind in etwa 8, 9 Replays oder so müssten das sein. Ich weiß nicht genau, was da drin alles vorkommt. Allerdings, ich mache die jetzt doch, weil ich mag Snoot als Spieler sehr. Ich bin auch großer Team Liquid Fan. Dementsprechend bin ich gespannt, was es hier zu bieten gibt. Snoot hat auf jeden Fall mal Pool First gespielt und hat jetzt eine Hatchery hinterher. Es kommt die Queen, es kommt Gas. Der Overlord hier wird radikal angeschossen. Der wird das hier nicht überleben. Der Terraner hat hier kein Reaper First gespielt, sondern ein Marine und geht dann direkt auch auf die Echse und knallt jetzt halt mit diesem frühen Marine den Overlord ab. Darauf war Snoot nicht gefasst und das ist schon mal ein früher Vorteil für den Terraner in diesem Spiel. Weil Snoot ist jetzt erstmal darüber Supply blockt. Overlord ist jetzt erst im Bau, der braucht noch 20 Sekunden. Heißt, Snoot hat hier erstmal Probleme. Und der Terraner läuft direkt mit seinen ersten zwei Marines rüber, weil Snoot natürlich in der Zeit auch keine Linie bauen kann und auch eigentlich keine bauen will, weil er eigentlich Drones jetzt braucht. Marines, normal, nein, die sammelt sie jetzt zum... Nein, er läuft sie da auf kompletten rüber. Kommt ein dritter Marine mit? Nein, der dritte bleibt hier in der Base. Schießt schon mal auf die Rocks. Terraner baut hat jetzt sein Gas genommen, baut weitere Barracks. Die zwei Marines schauen jetzt, ob eine dritte kommt. Oh Gott, da ist nochmal ein Overlord. Der Overlord! Der Overlord! Da wird der nächste Overlord krass angegangen. Da wartet eine Queen dazu, aber die Queen ist fucking langsam. Der Overlord versucht sich auf den Highground zu retten. Kommt nicht der nächste Overlord. Stirbt Snoot, ist wieder Supply Block, wieder kein Overlord im Bau. Das Spiel fängt für Snoot überhaupt nicht gut an. Wenn er jetzt den auch noch erwischt, dann läuft es bald wunderbar. Snoot baut zwei Overlords. Muss er natürlich, er ist immer noch krass Supply Blocked und braucht danach auch Supply frei. Wie sieht es denn aus mit Units? Hat er zwei Larven momentan. Injects laufen, nimmt jetzt Gas, aber er ist eben jetzt schon ein ganzes Stück weit hinten. Der Terraner hat jetzt halt natürlich hier seinen Spaß. Snoot kann momentan nichts machen, kann auch nicht aggressiv werden, weil er kein Supply frei hatte. Im Worker Count ist Snoot zwar um 3 vorne, allerdings möchte er schon eigentlich schon weiter vorne sein und auch sein Build-Out ist einfach komplett behindert mit zwei toten Overlords so früh im Spiel. Hat auf jeden Fall der Terraner sehr gut gemacht. Zwei Marines einfach rübergeschickt, leben auch beide noch, haben zwei Overlords gekillt, Mission erfolgreich erledigt. So, wie geht's jetzt weiter? Snoot baut eine Evo, macht einen Leer, Terraner forscht Stim, baut einen Medivax, kommt ein Reaktor mit dazu, werden wahrscheinlich für Medivax sein. Der Overlord hat sich schon mal vorsichtshalber weiter weg verzogen. Terraner hat bis auf das Stim auch noch keine weiteren Barracks, nur eine zusätzlich, aber ohne Add-on. Baut fleißig Spider-Bros bei dem Makro jetzt etwas hoch. Snoot's Stronecard ist jetzt endlich mal ein Stück weit solide hochgeschossen. Er nimmt sich Carapace und geht auf den Roach Warren. Was Ungewöhnliches. Wartet er Hellbats oder ähnliches? Was hat Snoot denn von gesehen vom Terraner bisher? Er weiß, dass er ein Gas genommen hat. Er weiß nur von der Barracks. Ansonsten ist der Overlord gestorben. Er weiß von der Echse. Heißt, Snoot spielt momentan auch ziemlich blind. Nimmt jetzt seine dritte, baut ein paar Roaches. Snoot weiß nicht genau, was der Terra vorhat. Der Terra hingegen baut Doppel Medivax und hat jetzt dann eigentlich genügend zusammen, um einen Doppeldrop zu starten. Und ob Snoot den aufhalten kann, weiß ich nicht. Stim wird passend dazu fertig und stimmt Bio mit Medivax, das haut ordentlich rein. Auf der anderen Seite kommt Roach Speed und immer mehr Roaches. Das heißt, Snoot will mit den Roaches aggressiv werden. Er droht mal nicht noch weiter hoch. Könnt hier noch Gas nehmen, also nee. Snoot will hier erstmal Roaches. Da ist der Loden von den Medivacs. Die eiern jetzt rüber. Mit Boost. Währenddessen hat der Terra jetzt Doppel-Upgrades im Bau. Snoots erstes Carapace-Upgrade ist fast durch. Terra baut jetzt auch seine dritte Base, nimmt nochmal Gas und pumpt weiterhin SCVs. Stim wird, wie gesagt, schön passend fertig. Noch 10 Sekunden. Das sollte jetzt noch kurz abwarten. Snoot zieht hier eben noch momentan nichts. Es war auch kein Overlord auf dem Weg. Terra moved rein. Stim ist jetzt fertig. Jetzt kann der Stim kommen und kann auf die Roaches drauf.
sind Bio gegen Roaches, Split die Roaches. Jetzt kommt das Engagement. Ash Roach fällt schon mal direkt aus den Latschen, Magic Roach zu sterben. Roaches kotzen allerdings gut schon auf den Bio drauf. Tara lädt ein, kommt weg, allerdings mehrere Roaches dafür getradet. Und weiß jetzt halt, dass Snoot eine nicht saturierte dritte Basis hat. Was den Tara auch nicht schlecht findet, weil seine eigene dritte Basis ist schon auf Weg. Weil Snoot kommt ein Nidus, der ist auch schon fertig. Heißt, Snoot will hier ein Nidus anfangen. Der Overlord, der hier tatsächlich überlebt hat, setzt hier, macht die Vision für den Nidus-Worm. Währenddessen die Bio move wieder rein, er wurde gescannt, er hat den Nidus noch nicht auf dem Schirm, weil er Angst vor den Roaches hat. Er sieht die Roaches auch, will wahrscheinlich wieder auf die dritte gehen. Jetzt muss er den Nidus gehört haben und da stehen jetzt 5 Queens und ein ganzer Batzen Roaches mitten in seiner Basis. Und die Roaches kotzen jetzt auf alles drauf, da gehen jetzt die SCVs drauf, die SCVs sterben allerdings lämmerlich weg. Die Bio da hinten kann auch nicht so viel damage machen, nimmt 2-3 Roaches raus. Der Drop währenddessen hier oben haut auf die Hatchery drauf, ein paar Marines laufen weiter umher und ein paar Drones rauszunehmen. Jedoch kommt Snoot mitten in der Production schon vom Terra, baut auch schon Static Defense und der Terra schreibt einfach nur GG, weil er nicht mit der Army zu Hause ist, eigentlich nichts mehr hat, was er mit den Roaches entgegenwerfen kann und die Production noch nicht reicht, um damit tatsächlich was dagegen machen zu können. Er hätte noch auf die Mines warten können. Snoot hat hier, er hat den Spawncrawler hier, aber hier hätte er eigentlich schon die Mines platzieren können, aber ob es gehalten hätte, ich weiß es nicht, vermutlich hier nicht. Er hat auf jeden Fall ziemlich schnell das Sanktuch geworfen, der Drop war auch nicht so übermäßig erfolgreich. Snoot hat auch zurückgezogen, um zu verteidigen, den Drop hier. Gut gemacht von Snoot, obwohl er 2 Overlords am Anfang verloren hat und mal direkt hinten war, hat er dann ordentlich ausgeteilt mit der Roach Nidus Shelly. Schnelles Spiel, Snoot gewinnt das erste Spiel aus dem Replay Pack. Mal schauen, was die nächsten Replays noch so beinhalten. Es sollen recht kuriose Spiele dabei sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ich sehe beim nächsten Replaycast. Bis dahin und ciao.